Aragonit. Aragonit ist die Bezeichnung für einen Edelstein, für ein Mineral, für einen Heilstein. Aragonit kommt in Hohlräumen von Ergussgesteinen vor. Aragonit findet man in Sedimenten und auch in heißen Quellen als Krusten oder auch als Kügelchen. Aragonit ist auch Bestandteil der Schalen und Gerüste vieler Tiere. Aragonit wird zum Beispiel auch verwendet in der Edelsteintherapie. Man kann Aragonit verwenden als Edelsteinwasser, also in Wasser hineingeben. Aragonit kann man verwenden auch auf betreffende Körperstellen oder eben auch als Edelstein. Aragonit kann als Wasser verwendet werden, also als Edelsteinwasser für die innere und äußere Anwendung. Um Edelsteinwasser herzustellen, kann man Aragonit einfach ins Wasser hineingeben. Man kann auch Wasserdampf darüber verdampfen lassen. Man kann Aragonit auch in Reagenzglas tun und das Reagenzglas in das Wasser hineintun. Auch als Edelsteinscheibe oder auch in eine Edelsteinschale kann man den Aragonit hineingeben. Wenn man Aragonit regelmäßig verwendet, soll man ihn etwa zweimal pro Monat unter lauwarmem Wasser entladen und man kann Aragonit wieder aufladen mit einem Bergkristall. Oder man kann Aragonit auch entladen mit Hämatit-Trommelstein. Aragonit wirkt insbesondere auf das Sakralchakra. Aragonit wird auch gesagt, dass er besonders ausgleichend ist. Aragonit soll auch den Geist stabilisieren. Aragonit hilft bei Sprunghaftigkeit, hilft auch gegen Tagesmüdigkeit und Überforderung. Aragonit hilft auch, dass man das Begonnene wieder zu Ende führen kann. Aragonit lindert Nervosität, stärkt Konzentration, Verantwortungsbewusstsein und Empfindsamkeit. Man könnte sagen, Aragonit ist eine Hilfe gegen Vata-Störungen. Also, wer eine Vata-Störung hat, kann von Aragonit profitieren. Vata im Ayurveda ist eben das Luftprinzip. Zu starkes Vata steht eben für Sprunghaftigkeit, Verantwortungslosigkeit, Nervosität, Schlaflosigkeit und so weiter. Und gegen all das soll Aragonit mindestens auch wirken.